Wir sind hier in der Gemeinde Kandersteg. Wir sind im Eugenental. Das ist rechts vom Chemipass. Und in diesem Eugenental sind wir jetzt auch zuhinterst in den langen Böden. Wir haben vor 8 Jahren mit der BKW, die das Wasserkraftwerk gemacht hat, vereinbart, dass wir Strom anschliessen dürfen. Und das ist man jetzt am Planen. Und dann, wenn wir schon Strom die Hütte mit Strom erschliessen, so ist man plötzlich auf die Idee gekommen, dass man jetzt gleich graben könnte Wasser tun. Und hier hinter dem Rand haben wir eine Quelle, die genügend Wasser bringt. Und dort wollten wir das beides miteinander im gleichen Arbeitsgang probieren zu machen. Strom obsi und Wassernutzung. Also wenn dort der Strom kommt, bin ich dann schon froh. Vor allem auch das Wasser, das da integriert ist, wo wir manchmal etwas knapp waren. Und das hat einen Zusammenhang. Wir hatten knapp Wasser, hatten so eine Milch kühlen und hatten auch keinen Strom, für irgendein Kühlaggregat anzuschliessen. Also wir sind natürlich auch ein bisschen im Graubereich, was Lebensmittelbereich ist, wenn man knapp gekühlt hat. Von dem her und vor allem auch für die Zukunft, für meine Jungen, diesen Strom, muss man sehen, ist sicher, sicher die Zukunft. Und diese hier, das ist ein Junge, die geht etwa 8 Liter zum Mann. Wir verbringen den Sommer hier im Eugenetal, die Milch von den Kühen zu Alpkäse verarbeiten, den Alpkäse nachher auch direkt vermarkten oder können im Dorf in die Milchhandlung geben und in verschiedene Geschäfte und Hotels. Es gibt im Moment 3 Käse, wenn ich das Käse eben voll habe. Jetzt können wir sie noch gar keine Kanne Milch kippen. Hier im Käse sind 340 Liter Milch und das geht ungefähr zwischen 30 bis 34 Kilo Käse. Also wir sehen pro 10 Liter Milch ein Kilo Käse. Gesamthaft machen wir im Sommer 2,5 Tonnen ungefähr. Das geht ungefähr 240 Liter an 8 bis 12 Kilo. Für uns als Landwirtschaftsbetrieb mit dem Bergrestaurant wäre es natürlich enorm gut, wenn wir Strom- und Wasserversorgung besser gesichert hätten. Und zwar eben, für uns in diesen Vorschriften zu bewegen, sei das mit einer Kühlkette, die geschlossen ist, oder eben auch die Milchqualität zu gewährleisten. Es ist ein wunderschönes Tal und es sind engagierte Alpler und Alplerinnen. Mit ihrer Hilfe unterstützen sie nicht nur eine Familie, sondern es sind fast 20, die davon profitieren. Darum helfen sie jetzt mit und unterstützen sie die Alpüschinen.